Für mich gibt es jetzt zwei Olaf Scholz. Einen Olaf Scholz vor dem Sturz und Olaf Stiefelriemen-Bill nach dem Sturz. Er sieht aus, als hätte er ein Piranha-Becken zu Hause, in das er seine Koalitionspartner schubst. Auf einmal hat Olaf Scholz etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Eine Persönlichkeit. Vorher eher so der unscheinbare Typ, der immer so ein bisschen verschmitzt gegrinst hat, wie Gargamel, der gerade herausgefunden hat, wo die Schlümpfe wohnen. Und jetzt der zweite Olaf Scholz mitten in seiner Avengers-Ära. Mit Augenklappe. In der Koalition nennt man ihn nur noch Captain Doppelwumms. Und seitdem finden ihn die Menschen tatsächlich sympathischer. Seine Beliebtheitswerte gehen nach oben. Und vermutlich guckt Annalena Baerbock gerade ganz genau zu und denkt sich, vielleicht fange ich mit Kitesurfen an.